بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, es gibt nun ein neues Argument bzw. Scheinargument gegen Kundgebungen. Und das heißt, man hat nichts gegen Kundgebungen, also man hat nichts pauschal gegen Kundgebungen, sondern man hat was dagegen, man glaubt, dass Kundgebungen nur gemacht werden sollen für bestimmte Zwecke, bestimmte Ereignisse. Um das zusammenzufassen, das heißt also, eine Kundgebung ist nicht pauschal verboten, wird gesagt, sondern sie sei nur verboten, wenn das immer wieder gemacht wird. Und ich wollte heute auf diesen Punkt antworten, weil das ein Bruder gesagt hat, den wir schätzen. Den wir schätzen, der viel Gutes für den Islam getan hat und der das uns persönlich gesagt hat. Wir aber nicht dazu gekommen sind, dass aufgrund der Zeit darüber jetzt detailliert zu reden. Und deswegen möchte ich das für diejenigen, die diese Meinung haben, auch direkt veröffentlichen, ohne den Namen von dem Bruder zu nennen. Und bei mir ist es immer so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Ja? Das heißt, wenn jemand uns beispielsweise attackiert mit irgendeiner beknackten Fatwa, wo es heißt, man darf keine Kundgebung machen, weil es verboten ist, gegen den Herrscher zu rebellieren, oder eine Kundgebung sei eine Bid'ah, ja? Weil der Prophet a.s.w. ja keinen Lastwagen benutzt hat mit einem Mikrofon und das vorher bei der Stadt angemeldet hat. Dann sagen wir natürlich, ja, der Prophet hat auch keine Universität gegründet mit Bachelorabschluss, Magisterabschluss, Doktorabschluss, Zeugnissen, Halbjahrsklausur, Endjahrsklausur etc. So. Deswegen wird meine Antwort darauf auch etwas anders ausfallen. Hätte ich das hinter dem Rücken gehört, hätte ich wahrscheinlich anders auf dieses Argument bzw. dieses Scheinargument geantwortet. Also nochmal, das heißt, der Bruder meinte, eine Kundgebung sei nicht pauschal verboten, aber Kundgebungen seien nur dazu da, wenn... Ruhe! Kundgebung sei nur dazu da, ist der Eismann. Ja. Kundgebung sei nur dazu da, wenn es bestimmte Ereignisse gibt. So. Wenn der Bruder das sagt, dann sagen wir ihm, wo ist dein Beweis dafür? Wenn du sagst, das ist nicht verboten, aber das ist nur erlaubt für eine bestimmte Situation, dann hast du gerade eigentlich ein Mittel der Dauer, Tauqifiyah, gemacht. Was heißt das? Wir müssen verstehen, dass Wasail und Dawa nicht Tauqifiyah sind. Mittel der Dawa, Hilfsmittel der Dawa sind nicht Tauqifiyah. Tauqifiyah heißt, dass sie genau exakt so sein müssen wie zur Zeit des Propheten alayhi salatu wassalam. Ein Beispiel. Zum Beispiel die Ibadat. Eine Ibadat muss genauso sein wie zur Zeit des Propheten alayhi salatu wassalam. Ich kann zum Beispiel nicht anfangen und fange an, ein Gebet zu machen, wo ich mich so bewege. Oder ich sage, wer 100 Mal so macht, der kriegt 200 Hasanat. Ja? Oder ich sage, ja, wir haben eine Akida, wir erfinden jetzt, es gibt auch einen Engel, der heißt XY. Ja? Geht nicht. Was aber Wasail, Hilfsmittel der Dawa angeht, so sind diese nicht Tauqifiyah. Das heißt, hier hat man einen Spielraum, mit Dingen zu kommen, die nicht haargenau so waren wie zur Zeit des Propheten. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel Saudi-Arabien, Radioprogramme zur Dawa. Wie zum Beispiel Fernsehprogramme für die Dauer. Wie zum Beispiel Universitäten, wo ein Doktortitel gegeben wird, etc. Zeugnisse geschrieben werden. Das sind alles Mittel. Oder man schreibt ein Buch über ein bestimmtes Thema. Der Prophet hat kein Buch geschrieben über beispielsweise Usul al-Fuqh. Der Prophet hat kein Buch über Akida geschrieben. Der Prophet hat kein Buch über Sira geschrieben. Sondern er kam mit Koran und Sunnah.
Das heißt, eine Kundgebung ist prinzipiell ein Hilfsmittel für die Dauer. Ein Hilfsmittel für die Dauer. Das heißt, wir schauen uns an, was hat der Prophet a.s.w. gemacht und sehen, der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat zur Verbreitung der Dauer, das ist die Frittenbuden-Gang hier aus dem Dorf. Was? Über, ihr wisst ja, überall in den Dörfern hat man die Frittenbuden-Gang, weißt du? Ja. Auf jeden Fall, die sitzen immer so an der Frittenbude und so, hey, yeah, mo, ma. Auf jeden Fall. Frankfurt heißen die Lauchgang. Die Lauchgang heißt in Frankfurt, ja, okay. Auf jeden Fall, nochmal darauf zurückzukommen. Eine Kundgebung ist nichts anderes als ein Vortrag in der Öffentlichkeit über den Islam. Das ist eine Kundgebung. Man muss erstmal fragen, was ist eine Kundgebung? Ich gebe etwas kund. Und wir geben dort etwas kund über unsere Religion. Zum Beispiel, in Dortmund haben wir gesprochen über Krieg und Frieden im Islam. In Duisburg haben wir gesprochen über, wie verteidigt man den Islam. In Pforzheim haben wir Pforzheim zum Tauhid gerufen. In Freiburg habe ich über bestimmte Einwände gegen den Islam gesprochen, Scheinargumente von Islamhasser. Das heißt, wir haben immer bestimmte Themen. Damals in Wiesbaden habe ich über das Kopftuch im Islam gesprochen. Jetzt wollen wir inshallah in Offenbach über Scharia, barbarisch oder perfekt reden und über andere Themen, die mit Ramadan zu tun haben. Das heißt, wir geben etwas in der Öffentlichkeit kund. Um dies kundgeben zu können, nehmen wir uns einen Lastwagen oder eine Bühne mit einem Mikrofon und geben es kund. So. Hat der Prophet a.s.w. dies nur gemacht, wenn jemand getötet wurde, wenn jemand verhaftet wurde, wenn jemand dies oder das gemacht hat? Nein, der Prophet ist auf den Berg Safa gegangen, um seine Botschaft zu verkünden. Das heißt, wir haben immer einen speziellen Grund. Und der spezielle Grund ist, dass wir den Menschen den Islam näher bringen. Nicht-Muslime entweder überzeugen oder ihr Bild verbessern. Und bei Muslimen, dass wir ihnen mehr Wissen geben, mehr Motivation geben oder dazu rufen, dass sie praktizieren. Das sind die Ziele. Und dieses Problem, dieses gewaltige Problem, was schlimmer ist als eine Massenkarambolage auf der Autobahn, nämlich dass Muslime sich von der Religion entfernen, diese Problematik, ja, der stehen wir in allen Städten in Deutschland gegenüber und immer wieder. Und deswegen haben wir immer einen Grund. Und dieser Grund ist die Dauer. Die Dauer, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِي إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser als der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, ich gehöre wahrlich zu denen, die sich Gott ergeben. Und deswegen bitte ich jedem, der sich an diesem schwachen Argument festhält, dass er sein Herz öffnet und das nochmal reflektiert und darüber nachdenkt. Und da wird er zu der Erkenntnis kommen, dass diese Herangehensweise falsch ist. Das könnte er sagen, ja, aber wenn man das immer macht, dann könnte es sein, dass man bekämpft wird. Wir sagen, der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat nicht aufgehört, zum Souq Wilmerjes zu gehen. Das ist der Markt in Medina. Ja, und dort Dauer zu geben, weil er Angst hatte, dass danach er ja bekämpft werden könnte. Der Prophet a.s.w. hat nicht aufgehört, an der Kaaba zu beten und die Leute zum Islam zu rufen, weil er Angst hat, dass sie danach schlecht über ihn reden könnten. Das ist eine falsche Herangehensweise. Das ist genau das, was die Feinde des Islams von uns wollen. Viele sagen, oh, man darf den Medien kein Futter geben. Weil die Medien wollen von dir was Schlechtes hören, damit sie es danach gegen dich verwenden können. Das ist falsch. Diese Aussage. Und das ist nicht richtig überlegt, sondern das ist etwas, was immer wieder erzählt wird. Die Medien wollen was Falsches von dir hören, damit sie es danach gegen dich verwenden können. Sondern es geht weiter. Die Medien wollen von dir etwas hören, damit sie es gegen dich verwenden können, damit sie dich unter Druck setzen können, damit du danach von deinen Prinzipien abweichst.
Es geht also weiter, nicht nur bis die wollen das gegen dich verwerten, die wollen das gegen dich verwerten, damit sie durch dieses Verwerten erreichen, dass du aufhörst, dass du deine Prinzipien änderst, dass du deine Dauermethode, die erfolgreich ist, die effektiv ist, veränderst und nicht mehr so effektiv ist. Was ist der Beweis dafür? Ja, Abu Hamza, hast du mit denen von Medien geredet? Mein Beweis dafür ist der Koran. Der Koran? Steht im Koran etwas über Medien? Ja. Im Koran steht etwas über Medien, auch wenn die Medien dort nicht Medien genannt werden. Sondern die Medien sind dort die Medien der damaligen Zeit. Wie hießen die? Die hießen nicht RTL und die hießen nicht Spiegel TV und nicht Bildzeitung. Die hießen Abu Lab, Abu Jahl, Ru'asa ul-Kufa. Die Köpfe des Kuffers. So. Zur damaligen Zeit gab es Medienhetze. Zur Zeit des Propheten, die Antwort ist ja, es gab Medienhetze. Zum Beispiel Abu Lahab ist, wenn der Prophet a.s.w. zu dem Markt Silmajaz gegangen ist, ist er hinter ihm her. Und zu jedem hat er gesagt, hört nicht auf den, der ist ein Lügner, der ist ein Zauberer, der ist ein dieser, der ist ein das. Das heißt, die Medien haben nur damals anders gearbeitet. Abu Lahab hatte mehr Stimmen als der Prophet. Die Quraysh, die Führer der Quraysh hatten mehr Stimmen. Al-Walid bin Al-Mughira. Sie haben sich gesammelt vor der Hajj-Saison und haben sich miteinander abgestimmt, das heißt die Medien der damaligen Zeit, was sie den Pilgern sagen über den Propheten, damit sie nicht auf ihn hören. Aber noch etwas anderes, und das steht im Koran, was sie mit dieser Hetze wollen, was ihr Ziel ist. Sie wollen, dass du schmeichelst, Kompromisse eingehst, das heißt, von deiner Religion etwas Abstriche machst, damit sie Abstriche machen. Das heißt, sie wollen dich wollen was von dir hören, um dich dann unter Druck zu setzen, damit du danach deine Prinzipien veränderst. Das ist der Punkt. Und jetzt kommen Leute, und damit sie nicht von den Medien ins Visier geworfen werden, ziehen sie sich schon zurück. Damit haben sie genau das gemacht, was die Medien wollen. Nämlich ihren Radius bei der Dauer verringert. Wir müssen immer gucken, dass der Radius bei der Dauer so groß wie möglich ist. Warum? Wo ist dein Beweis dafür, Abu Hamza? Mein Beweis dafür ist im Koran. Allah sagt in Surah 25, Vers 1, Surah Al-Furqan. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Segensreich ist derjenige, der den Furqan, die Unterscheidung, sondern das heißt, der Koran auf seinen Diener herabgesandt hat. Warum? Damit er ein Warner für die Welten ist. Für alle Welten. Das heißt, der Sinn, warum der Koran herabgesandt worden ist, ist, damit man die Welten damit warnt. Ich kann aber nicht die Welten warnen, wenn ich meinen Radius der Dauer so gering mache. Und deswegen ist der Prophet a.s.w. zu den Märkten gegangen, zu den Zelten gegangen der Pilgerer und zur Kaaba gegangen, um dort Dawa zu machen, weil die Kaaba Downtown Mekka war. Und genau so gehen wir in die Innenstädte, um die Menschen zu erreichen, um die Botschaft zu bringen. Und der Prophet hat nicht gesagt, nachdem Abu Lahab gesagt hat, guck mal, die erste Offenbarung, oder das erste Mal, Surah 26, Vers 214. Allah sagt, وَعَنْذِي عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Warne deine nächsten Verwandten. Der Prophet geht zum Berg Safa und ruft. Wa subaha, wa subaha. Das ist ein Alarmruf. Warum dieser Alarmruf? Weil er will, dass die Menschen kommen und zuhören. Aber wir sagen heute nicht wa subaha, sondern wir sagen heute hier, Flyer, Vortrag über den Islam. Aber Maqsud, der Sinn, das Ziel ist dasselbe. Okay? So jetzt. Also der Prophet hat so aufgerufen. Er hat sich nicht in der Moschee nur versteckt. Der hatte auch spezielle Unterricht in Dar al-Arkam gehabt. Das war ein Bereich der Dawa. Aber der ist auch rausgegangen mit seiner Dawa. Jetzt. Was ist nach dem ersten Aufruf passiert? Er hat den ersten Aufruf gemacht und sagt zu ihnen, was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, in diesem Tale sein Herr, die über euch herfallen wollen, würdet ihr mir glauben? Sie sagen, ja, wir haben nie eine Lüge von dir gehört. Dann sagt er sofort, so bin ich euch ein deutlicher Warner vor einer heftigen Strafe. Das heißt, das Erste, was er getan hat, ist, er hat gewarnt.
Das Erste, was er getan hat, ist, er hat gewarnt. Heute sagen Leute, ey, ihr sollt mich direkt am Anfang warnen. Der Mensch des Propheten ist warnen. Der zweite Befehl des Koranes, hier, ey, ul mudessir kumpfe an dir. Oh, du Eingehüllter, steh auf und warne. So, jetzt, was passiert, als der Prophet, a.s.w., und übrigens, der Befehl, Sure 26, Vers 214, ist auch, und warne. Wovor soll er denn warnen? Vom Paradies? Oder wie? Von der Hölle, selbstverständlich. Deswegen, wenn heute einer erzählt, man soll in der Dauer nicht von der Hölle reden, hat er keine Ahnung vom Islam. Ganz einfach, widerspricht der Sunna komplett, also sagen wir lieber nicht vom Islam, aber nicht von der Dauer des Propheten, a.s.w. Er widerspricht dieser Sache. Jetzt, was ist danach passiert, liebe Geschwister? Sofort nachdem er gewarnt hat, ist was passiert? Kam Abu Lahab und hat gesagt, Tabben lak sa'ir al-yawm ali hadha jama'atana. Mögen deine Hände vergehen den Rest des Tages. Das heißt, er hat ihn praktisch verflucht. Er hatte sofort ihn bekämpft, angegriffen. Hast du uns dafür gesammelt? So, was hat der Prophet gesagt? Hat der Prophet a.s. zum Dauf gesagt, jetzt hat der Käfer schlecht über mich geredet und der Käfer war sein Onkel. Abu Lahab ist der Bruder von Abdullah. Er ist Abu Lahab ibn Abdul Muttalib. Der Bruder von Abdullah, dem Vater des Propheten a.s. Abu Lahab ibn Abdul Muttalib. Sein Onkel redet schlecht über ihn. Hat der Prophet a.s. danach gesagt, jetzt sind die Medien gegen mich, dann höre ich besser auf damit? Dann lasse ich es lieber sein? Nein, er hat weitergemacht. Und deswegen ist eine falsche Herangehensweise, wenn jemand denkt, man soll diese Sachen nicht machen, damit die nicht schlecht über uns reden. Das ist nicht der Menhesh des Propheten, a.s. liebe Geschwister. Dann hat einer gesagt, ja, er meint, man soll das nicht immer machen, weil dann zu wenige Leute kommen. Es ist natürlich klar, wenn man einmal im Jahr eine große Kundgebung machen würde, dann würden dort mehr Leute hinkommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man immer wieder verschiedene Orten Kundgebung macht, gibt man insgesamt mehr Leuten die Chance, zu einer Kundgebung zu kommen. Als wenn ich sage, ich mache einmal im Jahr in Frankfurt eine Kundgebung. Weil selbstverständlich wird dann keiner aus Hamburg kommen, der weit weg von der Religion ist oder unter normalen Umständen nicht. Aber wenn ich einmal, alle zwei Wochen eine Kundgebung mache, einmal in Frankfurt, einmal in Bremen, einmal dort, werden natürlich insgesamt weniger Leute kommen. Aber im Allgemeinen sind es dann trotzdem wesentlich mehr Leute, die dann kommen, weil man halt an verschiedenen Orten war. Es kommt noch nicht so sehr darauf an, wie viele Leute kommen. Wir freuen uns natürlich, weil wir wollen ja so viele Leute wie möglich erreichen. Das haben wir ja eben schon gesagt. Aber trotz alledem ist es in erster Stelle wichtig, überhaupt die Botschaft nach vorne zu tragen. Deswegen nochmal, das Argument, dass eine Kundgebung nur für bestimmte Ereignisse ist, ist denkbar schwach. Nach Koran, nach Sunna und nach dem logischen Menschenverstand. Und da ich die Brüder kenne, die das gesagt haben, will ich denen keine Dummheit vorwerfen, weil die nicht dumm sind. Aber in diesem Fall haben sie einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Und deswegen ist diese Aussage verkehrt. Und wir bitten auch die Brüder, die eventuell diese Gedanken haben, ihre Meinung nochmal zu überdenken. Dann werden sie mit Sicherheit, wenn sie die Hände heben und Allah um die richtige Sichtweise bitten, zu der Sichtweise gelangen, dass es falsch ist, dass man immer und überall hier in Deutschland zum wahren Weg aufrufen kann, wenn man den richtigen Manhaj hat. Jazakum Allah khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Da-d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 a